leere Straßen, drückende Hitze. Wir sind in Awil im Nordwesten des Südsudan. Im jüngsten Land der Welt tobt ein Bürgerkrieg. Eine Versorgung mit Waren von außen ist kaum möglich. Die Preise für Lebensmittel sind enorm gestiegen. Peter Angelo und seine Frau Abuk Mayak hatten Glück. Sie haben von der Welthungerhilfe Saatgut zum Bestellen ihrer Felder bekommen. Die Ernte muss mühsam von Hand verarbeitet werden. Keine leichte Aufgabe bei Temperaturen um die 40 Grad. Auf den Märkten in Awil ist nicht viel los. Die meisten Stände sind geschlossen. Für viele Menschen ist das Sorghum der Welthungerhilfe die einzige Nahrungsquelle. Früher gab es zwar Samen auch auf dem Markt zu kaufen, aber das konnten wir uns nicht leisten. Dank der Welthungerhilfe haben wir wieder eine Ernte. Das sichert das Überleben meiner Familie. Damit das klappt, muss die Ernte auch vor natürlichen Gefahren wie Überschwemmungen geschützt werden. An gefährdeten Orten wurden deshalb Dämme gebaut. Luca Quach von der Welthungerhilfe überprüft, ob in der Regenzeit Schäden am Damm entstanden sind. Doch hier scheint alles in Ordnung zu sein. Der Damm ist durch das Cash-for-Work-Projekt der Welthungerhilfe entstanden und wurde von der lokalen Bevölkerung selbst gebaut. Das verhindert, dass die Ernte vom Wasser zerstört wird, und die Menschen hier haben für ihre Arbeit am Damm Geld verdient. Doch die kleinen Erfolge der Welthungerhilfe sind schon wieder in Gefahr. In der Trockenzeit ist das Wasser knapp. Auf Überschwemmungen folgen oft monatelange Dürreperioden. Ein Brunnen soll den Menschen hier den Zugang zu sauberem Wasser sichern. Die Welthungerhilfe hat 35 solcher Wasserstellen in Awil errichtet. Eine wichtige Hilfe für Menschen und Tiere. Es hat sich eine Menge verändert, seit die Welthungerhilfe einen Brunnen gebaut hat. Um Wasser zu holen, mussten wir früher 10 Kilometer weit in ein anderes Dorf laufen. Jetzt haben wir sauberes Wasser direkt bei uns im Dorf. Das Haus von Josefina Anun Murach befindet sich nur wenige hundert Meter von der Wasserstelle entfernt. So bleibt der Wasserspeicher stets gut gefüllt. Sorgen bereitet ihnen der Vorratsspeicher für Getreide. Der müsste im November noch wesentlich voller sein. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die Versorgungssituation sehr schlecht. Dieses Jahr haben wir eine sehr lange Dürrephase. Außerdem wurde ein Teil des Sorghum von Erregern befallen und ist verdorben. Das bisschen Nahrung, was wir noch haben, reicht vielleicht bis März oder April. Auch in der Tschumil-Grundschule ist Nahrung ein Problem. Schulleiter Joseph Roal zeigt uns die Küche. Die Kochstelle war lange Zeit nicht mehr in Gebrauch. Eine Mahlzeit am Tag sollten die Kinder normalerweise bekommen. Aber die Dürre und der Krieg machen dies unmöglich. Hier wurde lange nicht mehr gekocht. Der Grund dafür ist der Konflikt. Durch den Krieg im Südsudan kommen keine Lieferungen mehr bei uns an. Die Tschumil-Grundschule ist eine von 10 Schulen, die die Welthungerhilfe in Awil gebaut hat. Trotz Krieg und einer schwierigen Nahrungssituation sollen die Kinder am Unterricht teilnehmen können, und das in richtigen Klassenräumen. Bevor diese Schule gebaut wurde, hatten wir Unterricht unter den Bäumen. Wenn es geregnet hat, sind unsere Schulbücher nass geworden und wir mussten wieder heimgehen. Peter Angelo und Abuk Mayak wären über ein bisschen Regen froh. Die Dürre macht ihnen große Sorgen. Für den Moment sichert das Sorghum der Welthungerhilfe ihre Ernährung. Eine fragile Sicherheit, denn schon jetzt ist klar, dass der Bestand nicht mehr lange reicht. Es gab nicht genug Regen in diesem Jahr und die Ernte ist schlecht ausgefallen. Es ist also nicht genug übrig, weder zur Aufbewahrung noch zum Essen. Und es reicht auch nicht für die nächste Saison. Spätestens nächstes Jahr gibt es nicht mehr genug Saatgut für die Menschen hier, wenn wir es nicht schaffen, mit neuen Spendengeldern zusätzliches Saatgut zu kaufen. Hinzu kommt der Bürgerkrieg. Die Angst vor Überfällen auf das Dorf ist groß. Erst vor wenigen Monaten sind Rebellentruppen hier eingefallen, haben Ziegen getötet und Angst und Schrecken verbreitet. Wir sind hier in einem abgelegenen Gebiet und es sind keine Soldaten hier, die uns schützen können. Durch den Bürgerkrieg können wir nachts kaum ein Auge zumachen, weil wir Angst vor den Rebellen haben. Wenn wir merken, dass draußen mehr los ist als sonst, laufen wir weg und verstecken uns. Es kann uns ja niemand beschützen.
Vergessene Menschen, ein vergessenes Land. Die Lage im Südsudan ist dramatisch. Ein Bürgerkrieg, dessen Ende nicht absehbar ist, Überschwemmungen in der Regenzeit, Dürren in der Trockenzeit und eine Hungerkatastrophe, die ohne humanitäre Hilfe und zusätzliche Spenden wohl kaum abzuwenden ist. Kriege und den Klimawandel kann die Welthungerhilfe nicht beeinflussen, aber ihre Projektarbeit gibt den Menschen zumindest ein bisschen Hoffnung aufs Überleben.